Also wisst ihr, ich mag kleine Kinder. Kinder sind spitze. Ich liebe sie einfach, weil... Sie sind einfach cool, weil... Sie sehen in mir ein Vorbild. Ich hatte da mal einen Nachhilfeschüler, einen Portugiesen. Der Kleine hieß Balo. Mom hat mich mal dazu verdonnert, auf Megan und ihre drei Freundinnen aufzupassen. Ich wollte, dass er eine Matheaufgabe löst. Da hat er mir einen Golfschläger an den Kopf geschmissen. Ein 9er Eisen. Mom sagte, geh mit ihnen ins Museum. Aber stattdessen sind wir Go-Kart fahren gegangen. Der ist voll in meinem Auge gelandet. Das war blau wie ein Veilchen. Ich habe ihnen vorher ziemlich starken Kaffee eingeflößt. Oh Mann, ihr hättet sie auf den Go-Kart sehen sollen. Da war echt die Hölle los. Dann habe ich mich bei seinem Vater beschwert, aber der hat mich nur angebrüllt auf Portugiesisch. Und später sind wir dann alle noch was futtern gegangen bei Chucky Cheddar. Ich mag kleine Kinder, aber ich hasse Balo. Ach ja, die lieben Kleinen. Balo! Hallo, ihr Smalls. Hallo, Schmerz. Oh. Josh? Die Sammelbilder sind in den Cornflakes, nicht in der Milch. Oh, Smalls, die liebe ich. Wer nicht? Keine Ahnung, Smallhasser? Zum Beispiel. Für wen hast du die gemacht? Die sind für Dads und Megans Pfadfindergruppe. Ist Dad noch dabei? Trotz der Geschichte mit der Tannenzapfenschlacht? Dieses Eichhörnchen hat ihn provoziert. Rühr ja die S'mores nicht an. Versprochen. Die kommen nämlich frisch aus dem heißen Backofen. Was denn? George! Komme schon! Oh, Megan, hast du Dad an den Stuhl gefesselt? Vielleicht sind das S'mores. Sekunde! Hört gut zu. Ich habe hier 10 S'mores und ihr seid zu 9. Also, jeder von euch kriegt eins und dann würfeln Barbaren, wilde Barbaren! Oh, ihr kriegt eure S'mores, ja, ihr kleinen Teufel! Nichts passiert. Wieso hilfst du mir nicht? Ich bin an den Sessel gefesselt. Oh ja, richtig. Danke. Dafür schenke ich dir das hier. Was soll das werden? Ich trete zurück. Du bist der neue Anführer der Pfadfindergruppe. Aber ich will nicht. Du willst das? Ja, Daddy. Wo ist dein Bruder? Das ist mein Bruder. Der andere. Drake. Wieso fragst du immer nach Drake? Weil er der süßeste Junge von allen ist. Findest du ihn nicht atemberaubend? Also für mich ist er ein Trottel. Okay, jetzt hört mal zu, Kinder. Ich bin der neue Anführer der Pfadfindergruppe. Du, unser Anführer, tatsächlich? Aber ja. Wiedersehen. Drake. Warte mal, wer gerade angerufen hat. Wer? Star 99. Die vom Songwriter Spotlight? Ich werde Freitagabend live im Radio singen. Gratuliere, ist ja toll, Mann. Wie geht das? Schwimmen Pflaster in meiner Milch. Ach du Schande. So see you that I'm off of my mind.
Entschuldige bitte. Was tust du gerade? Ist das deine Gitarre? Coole Gitarre. Wer bist du? Wendy. Mein richtiger Name ist Melissa, aber ich mag den Namen nicht so gern. Daher Wendy. Okay. Ich bin Drake. Auf Wiedersehen. Oh, wir kennen uns aber nur ganz flüchtig. Ich sah dich im Supermarkt und sagte, hi. Du sagtest, weißt du, wo die Gurken stehen? Ich sagte, da. Und du sagtest, cool. Ich hab's in mein Tagebuch geschrieben. Oh ja, genau, richtig. Wenn du jetzt Lust auf Gurken hast, kaufe ich dir welche, kein Problem. Nein, ich habe keinen Hunger. Was für einen Song hast du gespielt? Ich übe den Song, den ich Freitag im Radio vortragen werde. Wow, du wirst im Radio zu hören sein? Ich habe auch ein Radio. Cool. Kriege ich ein Autogramm? Machst du Witze oder was? Du bist der supi-dupi-tollste Sänger aller Zeiten. Du kennst meine Songs? Klar, ich gehe jedes Jahr zur Talentshow, nur um dich zu sehen. Ich habe auch alle Songs von dir auf CD. Die höre ich mir immer gern beim Joggen an. Kann ich jetzt ein Autogramm von dir haben? Logisch, ich brauche nur einen Stift. Stift? Danke. Gut, jetzt noch ein Blatt Papier. Okay, das hier geht. Alles Liebe, Drake Parker. So, das wär's dann. Ich verrate dir was. Okay. Mein Traum ist, dass du irgendwann nur für mich einen Song spielst. Bitte. Wendy! Naja, also eigentlich, wieso nicht? Ich muss nur... Oh, Wendy! Deine Mutter wartet unten im Wagen auf dich. Aber Drake spielt mir jetzt gleich einen Song. Tja, dann müssen wir das wohl vertagen. Für dich. Das ist dein Plektrum. Und das willst du mir schenken? Ja, du bist doch mein größter Fan. Ja! Oh, ich muss jetzt leider gehen. Bis dann. Hey, Josh, sieh dir das mal an. Auf der Rückseite von meinem Autogrammbild von Frankie Muniz?